Ich habe vor fast 1,5 Jahren bereits darauf hingewiesen, dass Per Steinbrück, der 2011 an der Bilderberg-Konferenz teilgenommen hat, der Kanzlerkandidat der SPD sein wird. Der Link zu diesem Video befindet sich in der Videobeschreibung. Heute, am 28. September 2012, wurde tatsächlich Per Steinbrück als Kanzlerkandidat der SPD für die Bundestagswahl 2013 vorgeschlagen. Da auch Angela Merkel bei einer der Bilderberg-Konferenzen teilgenommen hat, haben wir also 2013 die Wahl zwischen zwei Bilderbergern, Angela Merkel und Per Steinbrück. So etwas Demokratie zu nennen, ist eigentlich eine Schande. Denn nicht das Volk oder die Parteimitglieder haben Per Steinbrück zum Kanzlerkandidaten gewählt, sondern es wurde bei der Bilderberg-Konferenz 2011 beschlossen. Es macht also überhaupt gar keinen Unterschied, welchen Bilderberger bzw. Bilderbergerin man 2013 zum Kanzler wählt, da sowieso beide Parteien sich für eine neue Weltordnung stark machen. Weltbankier und Bilderberger David Rockefeller sagte: "Alles, was wir benötigen, ist eine richtig große Krise und die Nationen werden die neue Weltordnung akzeptieren." Der Publizist und Bilderberger Kritiker Daniel Estulin ist der Meinung: "Die Demokratie ist im besten Fall eine Täuschung und im schlimmsten Fall der Auftakt zu einer Diktatur, die man als neue Weltordnung kennenlernen wird." Dass Deutschland einen Kanzler bekommt, der gegen die neue Weltordnung ist, scheint ausgeschlossen. Denn so jemand würde erst gar nicht zum Kanzlerkandidaten aufgestellt werden, da diverse Medien auch bei den Bilderberg-Konferenzen teilnehmen. Und wie wir wissen, haben diese einen sehr großen Einfluss auf die Meinungsbildung der Menschen. Egal wie also die Bundestagswahl nächstes Jahr ausgeht, Bilderberg wird auch weiterhin die Kontrolle haben. Dieses Land hat eindeutig etwas Besseres verdient, aber solange die meisten überhaupt nicht wissen, was Bilderberger sind und was für eine Agenda sie verfolgen, solange wird sich auch die deutsche Politik nicht ändern. Es wird für die Menschen Zeit, mal einen Blick hinter die Kulissen der Macht zu werfen. Danke für die Aufmerksamkeit.